Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen, hier ist der Marcel und in diesem Video backe ich für dich zweifarbige Kekse und zwar diese Duovel. Wie es geht, verrate ich dir nach dem Intro. Bleib dran, viel Spaß! Ich brauche für dieses Rezept 170 Gramm zimmerwarme Butter, ein Vanillestängel, 115 Gramm Puderzucker, 85 Gramm Sahne, ein Eigelb, 20 Gramm Kakaopulver und 280 Gramm Weißmehl. Als erstes schlage ich mir die zimmerwarme Butter mit dem Puderzucker auf, gebe den ausgekratzten Vanillestängel bei und parallel dazu heize ich mir den Ofen auf 180 Grad Umluft vor. Wenn du keine Umluftfunktion hast, dann erhöhe die Temperatur einfach um 10 Grad. Das Ganze schlage ich mir nur 2-3 Minuten auf, denn hier Tipp für dich, wenn du eine dressierte Buttermasse hast, diese Massen heißen bei uns Buttermassen, dann nicht zu lange schaumig schlagen. Durch das schaumig Schlagen verliert das Gebäck an Stabilität und dann verläuft es dir extrem. Und wenn du das nur eher glatt rührst, dann hat es mehr Stabilität. Zweiter Tipp, Vanillestängel nicht wegschweißen nach dem Auskratzen. Die kannst du dir entweder mit einem Sirup aufkochen, dann hast du nochmal Vanillearoma drin. Oder, wie ich es gerne mache, trocknen und dann mixen und im Anschluss mit Puderzucker mischen. Dann kannst du dir deinen eigenen Vanillezucker herstellen. Nun rühre ich mir das ein bisschen noch von der Seite schön rein, damit alles schön gemischt ist. Und auf kleiner Stufe gebe ich mir die Sahne und das Eiweiß. Nochmal alles schön runterwischen. Und im Anschluss vorsichtig das Mehl darunter ziehen, nicht kneten, nur noch Mehl darunter ziehen. Ich will nicht, dass dieser Teig, also diese Buttermasse zäh wird, drum einfach nur schön, bis alles unter dem Teig ist, mischen. Nun ist hier alles fertig gemischt. Ich nehme mir jetzt 300 Gramm hier weg und ziehe unter die Hälfte das Kakaopulver darunter. Du kannst hier auch Gouvertüre nehmen, ist beim Backen aber nicht so stabil wie Kakaopulver. Nun werden beide Massen, die helle und die dunkle, in je einen Spritzbeutel gefüllt, ohne Tülle. Nun schneide ich die vorne gleichmäßig ab, also sprich beide Öffnungen müssen gleich groß sein und schiebe die dann in einen dritten Spritzbeutel mit einer Sterntülle. Nun habe ich das gleiche Prinzip wie bei einer Softeismaschine, wo Vanille und Erdbeer eigentlich auch gleichmäßig im gleichen Verhältnis aufgespritzt werden. Das gleiche habe ich hier nachgemacht mit diesem Dressierbeutel und kann mir nun anfangen, das Ganze auf ein Backpapier zu spritzen. Nun setze ich den Dressierbeutel an, drehe Kreise, drei hintereinander und setze ab. Je nachdem, wie ich jetzt die Hand halte, desto mehr hell oder dunkel habe ich in meinem Gebäck.
Das Ganze kommt nun bei 180 Grad Umluft in den Ofen. So, nach genau 10 Minuten sind die Durwellen fertig gebacken. Als kleiner Indikator, wenn die helle Masse anfängt zu färben, sind die meistens durchgebacken. Es kommt natürlich darauf an, wie hoch dass du das Ganze dressierst. Je dicker, desto länger zum Durchbacken. Aber das ist so eine Faustregel und klappt in den meisten Fällen. Das war's auch schon mit diesem Rezept. Empfehle ich dir nachzubacken, ist erstens sehr, sehr lecker, zweitens sehr leicht und drittens geht es noch schnell. Was will man mehr? Das Rezept findest du hier. Hier kannst du den Kanal abonnieren. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Ein Kommentar, wenn du irgendwelche Fragen hast, unterhalb des Videos. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.